Oh, hallo. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ihr schon wieder da seid. Entschuldigung, es gab Chili zum Mittag. Das fordert jetzt seinen Tribut. Ja, wir bauen immer noch an den Grindern. Aber ich bin natürlich öfters hier, als ich aufnehme und baue. Ich habe mir gedacht, in der Zeit könnte man ja mal anfangen, ein bisschen an der Inneneinrichtung zu arbeiten. Und wie ihr seht, ist hier im Eingangsbereich des Hauses ein kleines Badezimmer entstanden. Aus mit dem Ding hier, nur reicht's aber. Und wie ihr seht, es gibt eine wunderbare Aussicht. Jetzt noch eine Zeitung und hey, meine Güte, der Tag ist gerettet. Mr. Crayfish Furniture Mod, immer wieder sehr lustig, was das angeht. Immer nette kleine Details mit drin. Insbesondere die Materialkosten der Badezimmergeschichten, die haben es in sich, weil ihr braucht dafür Quarzblöcke. Also ein bisschen Farm im Nether, ist ja auch nicht so schlimm. Aber es ist wieder Attack of the B-Team Zeit mit Browser XL und das bin ich. Na, wer hätte das gedacht? Immer noch hat sich nichts geändert seit dem letzten Mal. Ist aber auch gut so. Es stimmt nicht ganz, ich habe ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich die Tanks, die hier im Hintergrund zu sehen sind, die ganze Zeit schon, habe ich jetzt mal an mein Hauptreaktorsystem angeschlossen. Da kommen wir jetzt also, ich muss mich an die neue Position erstmal gewöhnen. So, da kommen wir jetzt also entsprechend nachher dazu, dass die Mob-Essenz, die der Sewer sammelt, hier entsprechend reinfließt und von dort aus in den Reaktor. Hier gibt es dann noch einen Überlauftank für den Fall, dass der Reaktor irgendwann mal voll ist. Wird das jemals so sein? Ich glaube nicht. Außerdem habe ich hier eine Whitelist konfiguriert für Mob-Essenz und ich habe hier eine Blacklist konfiguriert für Mob-Essenz, weil ich möchte nicht, dass Mob-Essenz in den Sewer, in den Komposter fließt, beziehungsweise halt eben Sewage, also Gülle, dann dementsprechend in den Mob-Essence-Tank. Den ganzen Kram wieder auseinander zu pulen, ist kein Spaß. Das macht einfach keine Laune. Eine kleine Sache wollte ich noch zu unserem Timer-Aufbau vom letzten Mal sagen. Wenn ihr irgendwann mal, aus welchem Grund auch immer, wollt, dass eine der beiden Seiten nicht mehr funktioniert, könnt ihr entweder die Strecke kurz und klein hauen, dann passiert natürlich nichts mehr, oder ihr stellt den Repeater auf den absoluten Minimalwert von einem Tick. Dann ist das Signal so kurz, dass die Zugbrücke nicht mehr aufgeht. Auf die Art und Weise könnt ihr also dort im Zweifelsfall auch steuern, inwieweit hier dann noch dementsprechend etwas passiert oder eben gerade auch nicht. Hier habe ich schon mal die Vorarbeit erledigt, die wir brauchen, um nachher unsere kleine automatisierte Getreidefarm aufzubauen, weil unsere Freunde von den Darwin-Mobs werden mit Weizen versorgt. Und das werden sie sehr schnell. Deswegen brauche ich auch den Komposter, weil im Gegensatz zu anderen Mobs ist ein Darwin-Mob sofort wieder paarungsbereit, wenn sein Junges geschlüpft ist und das Larvenstadium verlassen hat. Wieso rede ich so komisch von Larven und all so ein ganzes Krimskrams? Das werden wir dann sehen, wenn wir die Darwin-Mobs das erste Mal einsetzen. Fakt ist auf jeden Fall, dass das wesentlich schneller funktioniert. Im Gegensatz zum Tageszyklus ist das hier schon nach 2-3 Minuten der Fall. Das heißt, die verkonsumieren eine ganze Menge Weizen, die Viecher. Und dafür brauchen wir einfach eine automatisierte, schnelle Farm. Ruhe da oben! Und das wollen wir halt eben dann, ich denke mal in der nächsten Folge, heute werden wir nicht dazu kommen, das werden wir dann in der nächsten Folge entsprechend fertig machen. Was ich heute auf jeden Fall erledigen möchte, ist, dass wir die Fleischfabrik so weit vorbereiten, dass sie eigentlich betriebsbereit ist. Deswegen müssen wir jetzt erstmal beikommen und uns Folgendes holen. Wir brauchen, sagen wir mal, 14 ist ein bisschen viel, oder? 10 Tanks. Wir brauchen Fluidukte. Und dann brauchen wir eine Redstone Furnace. Den brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Jawohl, die beiden Tiefenspeicher brauchen wir. Wir brauchen einen Fleischpacker. Pflanzer brauchen wir nicht. Den Sludge Boiler brauchen wir jetzt auch noch nicht. Wir brauchen Strom natürlich. Wir brauchen jede Menge
pneumatische Servos. Hier habe ich noch den anderen Kram von den Renovierungsarbeiten heute Morgen. Ich werde als nächstes mal die Küche bauen, oder die Küchenzeile besser gesagt. Die können wir uns dann beim nächsten Mal mit angucken. So, was werden wir tun? Wir bekommen mit diesem Mod die Möglichkeit, Fleischproduktion zu starten. Warum das so cool ist, werden wir sehen, wenn das Produkt an und für sich fertig ist. Da werdet ihr ganz schön Augen machen. Das kann ich euch so versprechen, weil dieses Zeug ist der Hammer. So, ich habe hier jetzt zwei Tanks gebaut. Hat einen ganz einfachen Hintergrund, das Ganze. Ich habe jetzt auch nur 8 genommen, weil mit 5 sehe das blöd aus. Nein, keine Redstone-Leitung, wir wollen ein Fluidukt. Das Schlachthaus generiert 2 Arten von Flüssigkeiten. Die erste ist flüssiges Fleisch. Das soll unsere Hauptquelle sein, die wir nachher verheizen. Darüber hinaus allerdings gibt es noch einen zweiten Werkstoff, den wir gerne haben wollen. Und zwar ist das pinker Schleim. Den können wir auch verarbeiten. Der ist nicht ganz so nahrhaft wie das flüssige Fleisch, das wir hier lecker zubereiten werden. Aber man kann ihn ganz gut gebrauchen. Also einerseits hat man die Möglichkeit, das Zeug zu nehmen, irgendwo hinzukippen, dann spawnen dort pinke Schleime. Und man bekommt, wer hätte das gedacht, pinken Schleim, ist ja der pure Wahnsinn. Aber man braucht dieses Zeug hin und wieder, wenn es darum geht, was war das eben, habe ich da was übersehen? Achso, nee, alles klar. Pinker Schleim, man braucht ihn unter anderem dafür, dass man Laser-Fokuslinsen baut, das war's, glaube ich, auch schon. Für mehr ist der nicht zu gebrauchen. Wie gesagt, und man kann ihn kochen. Ich nehme das nicht vorweg. Wir wollen uns das wirklich angucken, wenn wir es nachher kochen. Jetzt habe ich hier den Tank. Im Moment, wie ihr sehen könnt, haben wir hier jeweils einen Ausgang. Das Zeug kommt nachher über dieselbe Leitung. Ich habe versucht, damit zu experimentieren, dass wir in irgendeiner Art und Weise das über 2 Leitungen hinausführen und so weiter. Das war alles nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Im Zusammenhang mit einer Fleischfabrik ist das eine lustige Analogie. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal beikommen und will diesen anderen Tank ausschalten. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich möchte, wenn die ersten Mobs hier geschlachtet werden, das Fleisch hier so weit sammeln, dass ich genug zusammenbekomme, um hier über das pneumatische Servo, das hier drin ist, das flüssige Fleisch zu whitelisten. Ich möchte, dass hier dann in den ersten nur das flüssige Fleisch reinkommt und hier nur der pinke Schleim. Nur dazu muss ich halt eben erstmal einen von den beiden so weit zusammensammeln, dass hier entsprechend genug davon da ist. Das ist aber nicht weiter wild, das kriegen wir schon hin. So, also Fluidukte, auch dann hier. Der war jetzt suboptimal. Den wollte ich da nicht haben. Geh wieder weg. So. Sondern die Fluidukte. Wo ist er? Da. Packen wir hier hin. Und da wir bekennend effizient sind, sprich faul, führen wir auch hier die beiden wieder zusammen. Wir werden auf genau dieselbe Art und Weise, wie wir es oben im Einlass gemacht haben, zunächst beide blockieren, damit wir in der Lage sind, mindestens einen Eimer des Werkstoffes da dann hinterher rauszuholen. Und, also ihr hört, das funktioniert hier schon ganz prima mit den offenen Geschichten. Also jetzt ist er offen. Und damit wir hier erstmal genug zusammenkriegen, um das White- und Blacklisting zu machen. Ich habe das Zeug jetzt nicht hier. Ich könnte mir das ercheaten. Bringt aber auch nicht so viel. Habe ich nicht so wirklich Lust zu. Ich möchte schon, soweit es geht, in irgendeiner Art und Weise hier wirklich legit spielen. Also mit den Mitteln, die mir das Pack gibt. Ich will keine Glitches exploiten oder sonst was irgendwie, sondern das ist hier alles echt mit eigener Arbeit zusammengetragen. So, wir haben hier jetzt als nächstes dann den Fleischpacker. Der braucht natürlich noch Strom und dann muss da irgendwann das flüssige Fleisch dann halt eben mal mit rein.
Das ist aber auch kein Problem. Nach dem Fleischpacker packen wir das Ganze dann halt eben entsprechend in einen Ofen, weil auch hier gilt, rohes Fleisch ist nicht so nahrhaft wie gekochtes Fleisch. Und danach brauchen wir Itemdukte, die ich jetzt hier habe liegen lassen. So. Komm mal mit. Und zwar stecken wir den hier ran. Ist das denn auch richtig? Muss ich mal gucken. Blau ist Eingabe. Also wollen wir das im Grunde genommen genau andersrum haben. Sprich, hier soll der Kran nachher raus. Dann machen wir das. Ja, machen wir das einfach so. Wir müssen hier jetzt nicht alles mit irgendwelchen Rohren zustellen. So. Und da kommen dann halt eben die dazu passenden. Die zu passenden Tiefenspeicher. Einer für das flüssige Fleisch, einer für den pinken Schleim, für das pinke Schleimfleisch und der andere für das flüssige Schleim, für das flüssige Fleischfleisch. Flüssige Fleischfleisch. Ja, ist okay, lassen wir so stehen. ja. Oh, so. Das werden wir dann aufteilen, da werden wir dann hier auch wieder mit pneumatischen Servos halt eben arbeiten. Ich nehme hier den nochmal weg. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil ich brauche hier natürlich auch erstmal Belegexemplare. Habe ich jetzt hier gerade nicht, macht auch nichts. Warum brauche ich Belegexemplare? Das hat einen ganz einfachen Grund. Weil eine Tiefenspeichereinheit, wie gesagt, kann nur eine einzige Art von Rohstoff aufnehmen, davon aber 2 Milliarden. Das ist eine, wie ich finde, doch ganz passable Nummer. Aber ihr müsst zuerst händisch etwas in diese Einheit hineinlegen, damit ihr dann hinterher automatisiert etwas zuführen könnt. So, das machen wir hier ganz einfach erstmal mit einer Kiste und den Rest lassen wir so. Die Redstone Furnace gibt den Kram dann nachher aus und dann passt das. Jetzt muss ich mal überlegen. Strom. Ich könnte Folgendes machen. Ich brauche zweimal Strom, genau, einmal für den Fleischpacker. Hallo. So, Platz. Gucken wir mal. Da hinten läuft der Fluidakt links. So, bis dahin will ich aber nicht. So. Das sind die beiden. Ich könnte eigentlich auch mal beikommen, einfach um sicher zu gehen. So. Machen wir die anderen nämlich allesamt mal zu. Hier läuft jetzt in unmittelbarer Nähe nur der Fluidakt längs. Aber ich habe hier den Ausgang von meiner zweiten Energiezelle. Ich zeige euch das gerade nochmal. Alter Schwede, da werde ich hier mitten in der Sendung beschossen. Genau, verpfeif dich, mein Freund. So. Okay. Ich merke es gerade, ich bin kein passionierter Überkopfflieger. Ich habe die Energiezelle nochmal hier nach unten versetzt. Mittlerweile ist das Ding wirklich vollgeladen mit 50 Millionen Redstone-Flux. Das finde ich ziemlich cool, weil ich habe eigentlich im Grunde genommen immer nur irgendwelche Reste an Mob-Essenz, die ich übrig hatte, habe ich hier reingeschmissen und das hat so wunderbar geklappt. Hier sind immer noch knapp 4,25 Millionen drin und hier habe ich 16,5 Millionen drin. Das ist mehr Strom, als ich im Augenblick verbrauche. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn wir dann nachher so weit sind, wenn wir hier wirklich mal regelmäßig Grinder-Betrieb machen. Da werde ich mir hier einen Stuhl hinbauen und dann lasse ich das Ganze mal eine Weile laufen. Beziehungsweise, wenn hier diese Anlage regelmäßig läuft, dann verbraucht das natürlich alles wesentlich mehr. Ihr werdet sehen, das ist eine Rechnung, die aufgeht. Weil durch den Grinder kriege ich die ganzen Rohbrennstoffe und durch den Sewer über den Darwin-Mobs dann nachher bekomme ich die benötigte Mob-Essence, beziehungsweise der Grinder liefert mir auch was. Also von daher, die energetische Zukunft unserer kleinen Basis hier, die sieht... Hallo?
Was schleichst du da rum? Ah, das ist Schiss von mir, ne? Zu Recht. Ich liebe dieses Gehen. So, wir kommen hier jetzt einfach mal. Ja, okay. Ja. Wer gucken kann, ist klar ein Vorteil. Ne? Ich meine, das Ding ist orange, das Ding ist gelb. Wie einfach kann man sowas verwechseln? Anscheinend ziemlich. Egal. Den legen wir hier jetzt mal rum, weil an dieser Energiezelle, die sich jetzt vollgesogen hat mit 50 Millionen Redstone-Flux, ist genau eine Sache angeschlossen. Was heißt eine Sache? Das stimmt so nicht richtig. Es sind natürlich noch ein paar mehr, aber es ist als einziger Abnehmer ist da dran einmal meine Schmelze, mein Dörfler-Schmelzer, also der dazugehörige Autospawner. Das läuft wirklich regelmäßig dann im Zweifelsfall. Vor lauter Gequatsche bin ich hier jetzt schon zu weit, ne? Oder mal, wir legen mal von hier aus die Leitung darüber. Und ich habe halt eben mein Labor habe ich dort liegen. Und das ist halt eben ja nicht viel. So. Und dafür eine 50-Millionen-Batterie hinzustellen, finde ich dann auch ein bisschen blöd, weil vor allen Dingen muss man halt eben auch dazu sagen, von meinen anderen beiden Batterien werden jetzt halt eben die ganzen Grinder gespeist. Und da möchte ich dann halt eben dann doch sehen, dass die verteilte Energie denn hier noch ein bisschen gleichmäßiger durch die Gegend halt eben kommt. Ich möchte halt eben auch nicht, dass eine Batterie permanent leer ist und die andere, die steht die ganze Zeit vollgeladen in der Gegend rum. Ich meine, das ist dann zwar schön, wenn man dann irgendwann mal eben schnell wieder was braucht, aber das ist nicht effizient. Und ja, ich bin durchaus der Meinung, dass wir trotzdem, dass wir alles mehr oder weniger im Überfluss haben, hin und wieder doch vielleicht mal ein Auge darauf werfen können, wie können wir das bauen, dass es einfach auch Sinn macht. Und das ist eine Sache, die mir durchaus am Herzen liegt. Ob ich das immer hinkriege, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber man kann es ja zumindest mal versuchen. Also ich habe schon sehr tolle Bauten gesehen, die in dieser Beziehung ein echtes Wunderwerk an Effizienz sind. Aber da bin ich noch nicht so ganz. Ich gebe mir Mühe, aber naja, er war stets bemüht und suchte den engen Kontakt zu. Naja, okay. Wir sind hier nicht bei Arbeitszeugnis mit Browser XL. So. Da ist Strom drin. Und hier ist auch Saft drin. So. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal hier wichtige Grundlagen gelegt, die wir dann, sobald wir hier Darwin-Mobs einfüllen, dann halt eben auch weiter umsetzen werden. Ich mache das jetzt im Augenblick noch nicht. Das hat aber auch einen Grund, nämlich den, das läuft dann wirklich hier parallel mit, konsumiert Strom, schafft Mob-Essenz, sonst was irgendwie. Ich möchte, dass wir das Ganze in Ruhe dann nachher, wenn das alles steht, uns dann mal die einzelnen Sachen Schritt für Schritt angucken und in Betrieb nehmen und dann sieht das nämlich auf einmal ganz anders aus. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, ich bin mit knapp 20 Minuten dabei. Wollen wir den Grinder noch anschließen? Das könnten wir eigentlich machen. So, ich habe mir nämlich gedacht, wir bauen hier so, dazu brauche ich den Item-Router. Ich brauche die Schränke. Ich brauche Item-Dakte. Die habe ich hier. So, und jetzt werden wir uns mal überlegen, wie wir das hier am schlauesten hinkriegen. So, und zwar bauen wir hier. Warte mal, lass mal gerade scharf nachdenken. Nee. Machen wir nicht, weil hier unten sollen nachher die Getreidefelder entstehen.
Und damit das passt, muss ich dann halt eben entsprechend noch ein paar Item-Dakte durch die Gegend führen, die die Breeder hier wieder mit Getreide versorgen. So, und diese Leitungen werden sich im Zweifelsfall überkreuzen und das möchte ich verhindern. So, deswegen werden wir jetzt nicht, wie ich dachte, eben nochmal schnell, außerdem ist das sowieso das böse Wort, das man nicht benutzen sollte, da werden wir eben nicht eben nochmal schnell die Dinger hier aufbauen, sondern wir machen uns mal eher daran, die die ganze Geschichte mit den Feldern so ein bisschen vorzubereiten. In 10 Minuten kriegen wir da auch noch gut was hin, würde ich sagen. So, bam, 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 bam. Da sind sie doch. So, und ein Eimer. So, was ich brauche, sind erstmal wieder zwei unendliche Wasserquellen. Die kann man schneller haben, ja, das weiß ich auch. Aber ich bin, der Beziehung der Fan von, einer Lösung, die hier ein bisschen, weiß ich nicht, wenn das so wirklich so ein schönes Becken ist, ich bin da dann der Ästhet. So ein Vierer, das ist nicht symmetrisch und dann hängst du wieder da und dann weiß ich nicht. Bin ich ein Stiftesortierer? Nicht wirklich. Ganz im Gegenteil, jeder, der schon mal meinen Schreibtisch gesehen hat, weiß, dass es da drin schlimmer aussieht als bei Hempels und am Bett. Nichtsdestotrotz, Entschuldigung an die Familie Hempel an dieser Stelle. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür. Aber ich möchte das halt eben einfach, dass es dann halt eben doch so ein bisschen, bisschen gleichmäßig aussieht. Mal abgesehen davon, der aquatöse Akkumulator, also alles klar, ist voll. Der aquatöse Akkumulator zieht mehr Wasser, wenn er nach allen Seiten halt eben auch welches hat. Das ist soweit ganz logisch und durchaus nachvollziehbar. Aber es geht auch mit weniger. Sagen wir es mal so. Okay, so, jetzt habe ich den Akkumulator hier und jetzt nehmen wir schlicht und ergreifend diese beiden Tanks, schmeißen sie da oben drüber. Der zieht schon und füllt, prima. Selbes Spielchen machen wir hier. So. Die da brauche ich dann jetzt wieder erwarten, doch nicht mehr. So, das haben wir alles soweit. Versuchen wir doch mal den Unterbau so weit abzuschließen, dass das funktioniert. Und zwar habe ich hier jetzt Pflanzer, 4 Stück. Dazu gehören 4 dieser Upgrade-Karten. Das kommt alles nach oben. Wir bauen erstmal nur die Pflanzer auf. So, ich hatte euch ja gesagt, dass es für einige Mine Factory Reloaded Maschinen diese Range Upgrades gibt. Der Pflanzer zum Beispiel, den haue ich jetzt hier drunter, wo nachher die Erde sein wird, arbeitet in der Gestalt, dass er über dem Feld, wo er steht, in einem 3x3 Radius pflanzt. So, ihr könnt über Upgrades diesen Radius vergrößern. Das funktioniert dergestalt, dass ihr entsprechend diese Upgrade-Chips, die ihr hier jetzt schon bei mir mehrfach gesehen habt und die ich gleich mal da reinschmeißen werde, in den Pflanzer einbaut. Es ist dabei nicht immer sinnvoll, das größte Upgrade zu nehmen, das möglich ist. Also Smaragd zum Beispiel, glaube ich, ist das Smaragd-Upgrade. Damit könnt ihr den 3x3-Radius auf einen 11x11-Radius aufpumpen. Klingt erstmal toll. Ist es aber gar nicht. Warum? Der Pflanzer oder auch alle anderen Mine Factory Reloaded Maschinen, die diese Upgrades benutzen, arbeitet nach dem Prinzip, einmal rechtsklicken und dann rein das Ding, arbeitet nach dem Prinzip, dass ihr euch das so vorstellen müsst, wenn das hier entsprechend jetzt dieser 3x3 Radius ist, auf dem gepflanzt wird, dass er zuerst das erste Feld prüft, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte, dann das fünfte, dann das sechste und so weiter und so weiter und so weiter. Das tut er alle 5
Ticks. So, bedeutet, dass ihr 9x5 Ticks braucht. Woher hat der Strom? Das ist auch immer ganz witzig. Einige dieser Maschinen kommen mit Strom. Zumindest genug, um dass die Maschine erstmal laufen kann. Warum auch immer. Wie ihr seht, die anderen haben gar nichts. Egal. So, ihr braucht, um ein Feld einmal abzuarbeiten, 9x5 Ticks. Bedeutet also ganz zwangsläufig, wenn ihr ein Feld wählt, das größer ist, braucht ihr dann im Zweifelsfall 11x11x5 Ticks für das größte Smaragd-Update. Das sind über 3 Minuten. Wenn ich jetzt allerdings die Darwin-Mobs habe, die da mit einer Geschwindigkeit sich reproduzieren, dass es eigentlich schon geradezu ekelhaft schnell ist, dann ist das irre lange, weil ich gleichzeitig beikomme und hier mit einer Düngemittelmaschine arbeiten werde, um halt eben schnellstmöglich neuen Weizen zu produzieren, damit mir der Kram nicht leer läuft. Da ist dann auf einmal ein kleines Feld mit mehreren Pflanzern, was vom Materialeinsatz her erstmal teurer ist, dann aber doch besser, weil es schneller arbeitet. Also da müsst ihr so ein bisschen für euch den Mittelweg finden. Ich für meinen Teil habe mir eigentlich gesagt, 5x5, vollkommen ausreichend. Vollkommen ausreichend von der Geschwindigkeit und dem, was wir damit vorhaben. Deswegen, experimentiert ruhig ein bisschen damit rum, weil wenn ihr mal guckt, ich bin jetzt hier im Crayfish-Mod, Upgrade, da findet ihr die Karten ganz schnell. Also ihr könnt sehen hier, dass das Radius-Upgrade, nicht auf 11, sondern um 11, also aus der 3x3 wird dann auf einmal 14x14. Macht ihr halt eben mit Smaragd. Ne? 3 Smaragde, 3x rohes Plastik, 2x Redstone, 1x Gold Nugget. Die unteren beiden Reihen sind immer identisch. Das, was oben ist, ändert sich. Es gibt sogar ein Upgrade in Form von Pflastersteinen, das die Reichweite sogar noch reduziert um einen. Dass ihr nicht auf einem 3x3 Raster arbeitet, sondern auf einem 1x1 Raster. Auch das kann sinnvoll sein. Es ist immer eine Frage von dem, was habe ich damit vor? Und deswegen spielt damit ein bisschen rum, macht euch ein paar Testfarmen, guckt es euch an. Das kann wirklich ganz sinnvoll sein, da vielleicht auch tatsächlich mal was Kleineres zu wählen. Dasselbe gilt auch für den Ernter, den wir dann aufbauen werden. Da muss ich nochmal hier ein bisschen meine Glowstone-Begrenzung durchhauen. Das habe ich jetzt nicht so wirklich schlau gemacht, ist aber auch nicht weiter schlimm. Fakt ist auf jeden Fall, dass es bei dem Ernter halt eben so ist, dass der 3x3 Radius in diesem Falle für die 3x3 Felder vor dem Ernter gilt. Also wenn ich jetzt hier später meinen Ernter hinstelle, dann sind es diese 3 Felder und die 2 Reihen, die darauf folgen. So, und dann halt eben entsprechend, wenn ich das Ganze halt eben noch größer mache, dann geht es um den Mittelpunkt, wird es dann halt eben entsprechend erweitert. Um dass wir das dann halt eben hinbekommen, werden wir dann sehen. Eine Sache zeige ich euch noch. Ich denke mal, ja, das passt. Das ist auch ganz gut so. Wir werden die Felder ausfüllen mit diesem Zeug hier. Das ist Fertilized Dirt, also gedüngter Dreck. So, was ist an diesem Zeug so toll? Einerseits das Rezept. Es besteht aus 4 Knochenmehl, 4 Zombiefleisch und einem normalen Dreck. Erstmal soweit so gut. Aber das ist nicht der wirklich eigentliche Grund. Wie ihr seht, ist dieses Ding schon gepflügt. Wir brauchen keine Hacke mehr dafür. Und ich kann auf diesem Zeug herumspringen, so viel ich will. Es geht mir nicht kaputt. Und auch meine Pflanzen, die da drauf sind, bleiben, wo sie verdammt nochmal hin sollen. Genau das Richtige für so einen Grobmotoriker wie mich. Deswegen machen wir hier schön das Zeug hin. Außerdem habe ich dann endlich eine gute Verwendung für dieses Zombiefleisch. Es lohnt sich auch durchaus, das auf anderen
Sachen einzusetzen, weil die Wachstumsrate ist höher als auf normalem. Ich glaube 25%, wenn mich nicht alles täuscht. Es kommt ohne Wasser aus. Ja, habt ihr richtig gehört. Ohne Wasser. Wir brauchen dieses Zeug dann halt eben in dem Zusammenhang nicht mehr. Alles, was es dann halt eben nur noch braucht, ist ein wenig Licht und Geduld. Also von daher ist dieses Zeug richtig klasse. Ist aus dem Random Things Mod. Random Things, wie der Name halt eben sagt. Eine Menge Kleinzeug, aber halt eben auch viel wirklich Gutes, Nützliches mit dabei, das man auf jeden Fall nutzen sollte. Ich springe so ein bisschen gerade zwischen den einzelnen Portionen dieser Anlage hin und her. Das ist zugegebenermaßen auch ein bisschen fies. Aber ich möchte eigentlich nachher, wenn wir alles fertig haben, das Ding Zug um Betrieb nehmen und euch dann nochmal die Ergebnisse der einzelnen Sachen zeigen. Ich könnte natürlich wirklich eine Sache zur Zeit dann erstmal fertig bauen, aber dann werden das nicht 4-5 Folgen insgesamt, sondern dann werden das 8 oder 10. Mal abgesehen davon, im Zweifelsfall nehmt ihr euch die Teile raus, die ihr braucht. Aber sagen wir es mal so, wollen wir doch eigentlich sowieso wirklich auch immer beides, jetzt mal ganz ehrlich. Ihr wisst noch nicht, auf was ihr euch genau einlasst hier mit mir, aber vertraut mir, das wird richtig geil. Okay, meine Uhr sagt, ich bin eine halbe Stunde on air, das ist doch schon mal nicht schlecht. Eine Sache machen wir noch, und zwar das hier. Das gehört noch mit dazu, der Sprinkler. Jetzt muss ich mal überlegen, dass ich das Ding auch wieder richtig hinsetze. Ja, prompt falsch. Dankeschön. Also, entgegen. So, der Sprinkler aus OpenBlocks, genau, aus OpenBlocks. Ist eine feine Sache. Setzt ihn auf einen Wassertank und das Ding geht von links nach rechts für 4x4 Felder jeweils und erhöht gleichzeitig dadurch nochmal die Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanzen, die er trifft. Mit anderen Worten, wir haben eine erhöhte Wachstumsrate durch den gedüngten Dreck. Wir erhöhen die Wachstumsrate durch den Sprinkler. Und in einer dritten Instanz werden wir zumindest jeweils zwei dieser Felder, eins links, eins rechts, werden wir zusätzlich noch mit einem Düngermittelapparat versehen, wodurch wir dann nochmal die Wachstumsgeschwindigkeit erhöhen. Also das wird dann nochmal richtig abgehen, was das angeht. Mal abgesehen davon, hübscher kleiner Partikeleffekt, meine Frames gehen wahrscheinlich gerade richtig in die Grütze, aber ist auch egal. Nächstes Mal werden wir dann den Grinder anschließen. Ich werde off-camera die 4 Pflanzer verkabeln und zumindest so weit, als dass ich den Strom ranlege und ich werde die Verkabelung soweit schon mal vorbereiten, weil für die Pflanzer und die Ernte, da brauche ich natürlich dann noch eine Verkabelung untereinander, damit dann halt eben das, was geerntet wird durch die Ernte, wieder an die Pflanzer dann zurückfließt in Teilen, weil ich will natürlich, dass die Samen wieder neu gesetzt werden. Das ist ja klar. Das soll eine sich selbst versorgende autarke Farm werden. Wird sie auch. Vertraut mich, weiß, was ich tue. Ich bin Ingenieur. Nein, nicht wirklich, aber ja, doch, im Minecraft-Sinne, glaube ich, kann ich das mit ruhigem Gewissen sagen. Auf jeden Fall werde ich da halt eben das so weit vorbereiten, dass ich da mir zumindest schon mal einen Gedanken darum gemacht habe, wie die Wege sind, weil das wird jetzt echt kompliziert. Weil in dem Bereich ist hier einiges jetzt los und wir müssen Fluidakte, wir müssen Itemdakte und wir müssen Stromleitungen hier jetzt legen, das berührungsfrei. Das kann mitunter ein wenig kitzlig werden. Deswegen, wenn ich das nicht jetzt unter Zeitdruck machen muss, ist es, glaube ich, ganz gut. Dann können wir uns da das Ergebnis angucken. Ich erkläre euch das nächste Mal. Dann schließen wir den Grinder an, bereiten das alles soweit vor. Das ist nämlich nicht ganz trivial. Was heißt ganz trivial? Stimmt auch nicht. Also man muss halt eben ein bisschen aufpassen, weil das, was wir hier gemacht haben, mit den Items, die wir aus diesen Grindern bekommen, das wird harmlos sein im Vergleich zu dem, was wir hierher bekommen. Darwin-Mobs haben einen eigenen Drop für jede Mutationsform.
Und jede dieser und es gibt insgesamt 126 verschiedene Möglichkeiten, wie sich diese Viecher miteinander kombinieren können. Und jede dieser Kombinationen hat halt eben einen anderen Drop. Und das müssen wir irgendwie abfangen. Einige dieser Geschichten werden wir direkt auch wieder durchleiten, andere werden wir vorsortieren lassen. Einiges wird, wie gesagt, direkt im Lager verschwinden, anderes schmelzen wir direkt ein. Und das, was wir halt eben nicht auf diese Art und Weise zugeordnet bekommen, soll auch erstmal wieder in solche Schränke gehen. Und dann gucken wir halt eben mal, wie wir das denn weiter verbrutzeln werden. Gut, das soll es erstmal soweit sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht es dann halt eben um den Grinder und dessen Aufbau, sowie halt eben den zweiten Teil der Farm. Da geht es dann darum, wie wir dort halt eben die Nahrungsmittelversorgung für unsere dann Exemplare sicherstellen. Und je nachdem, ob wir es dann noch schaffen oder nicht, werden wir auch die ersten Mobs in der Falle aussetzen. So, aber das sehen wir dann beim nächsten, aber auf jeden Fall beim übernächsten Mal. Ich glaube, übernächstes Mal ist auch ein bisschen wahrscheinlicher. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Nachbauen oder halt eben vielleicht auch besser bauen. Wenn ihr da bessere Lösungen habt, bin ich da immer für offen, weil das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, was ich hier tue. Ich glaube, das geht immer im Zweifelsfall sogar noch besser und ich habe einen Riesenspaß daran, solche Sachen mit anderen Leuten zu vergleichen und aus diesen Vergleichen vielleicht nochmal wieder eigene Ideen zu entwickeln. Nur so macht dieses Modpack eigentlich Spaß. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich bin BrowserXL und jetzt bin ich raus. Bye bye.